Schloss. Alle sind für Schloss. Da würde ich sagen, warte mit den Masken. Okay, jetzt sind wir aber einmal im Schloss. Ich hole mir die eine Maske noch ab. Und dann gehen wir in den nächsten Dungeon rein. Oder wir versuchen zumindest weiterzukommen. Ich habe bei der Way die ganze Zeit gefragt, wieso Deku-Stäbe Doppeldamage machen. Aber da sie eh fast instant zerbrechen, denke ich eher, dass sie sowas wie eine Shotgun sind. Das könnte sein. So, wir haben wieder Geld bezahlt. Und diesmal die Spooky Mask. Bam. Ein Spooky Mask. Auf Englisch sind halt die Namen auch so geil, ne? Ba-ba-ba-bam. Da-da-da-dam. Ba-ba-ba-bam. Bam-bam. Also, dass die Deko-Stäbe beim Schlag zerbersten und die Splitter insgesamt so viel Schaden machen wie das Master-Schwert. Hm? Ist eine gute Erklärung. Würde ich so mitgehen. Dam, da, 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 dam. So, wir müssen dran denken. Wir dürfen keinen Flascheninhalt benutzen. Man vergisst das schnell, welche Strafe man aktuell hat. Darf aber nicht sein. Ne? Aber zum Glück habe ich ja vorhin keine Schultertasten oder so benutzt. Das war halt auch echt knapp. Ich war kurz davor, aber es ist wirklich gar nicht passiert mit den Schultertasten. Wenn es so wie im Original ist, dann bekommst du die letzte... Was, dann bekommst du der letzte die Börse voll. Deswegen würde ich warten. Ach so. Ja, ich sag mal so, Geld spielt bei Ocarina of Time jetzt eh nicht so eine große Rolle. Ist zumindest meine Meinung. Weil ich habe eigentlich nie so Geldprobleme oder so. Kennst du den Let's Player LP Markus? Warum ist die Strömung so stark? Was zur Hölle? Die haben die Strömung stärker gemacht. Der stellt sich im Breath of the Wild dumm an. Der hat gesagt, das Spiel macht ihn süchtig. Mir das Spiel Spaß gemacht. Ja, der sagt mir was. Also warte mal, wie mache ich das jetzt? Aber ich stelle mich in Breath of the Wild auch sehr doof an. Nein, komm, das war so knapp. Och Mann. Du musst bei der weißen Fläche rüber. Weiße Fläche? Welche weiße Fläche denn? Dudelü. Na, du meinst das da hinten, ja. Da wollte ich ja auch eigentlich hin. Aber hier kommst du doch theoretisch auch drüber, oder? Warum sprichst du nicht da? Hä? Nicht doof? Hä? Du hast bestimmt schon mal erklärt, aber was verändert denn Goldquest alles, außer das, was ich eben schon in der Beschreibung steht? Steht da so viel in der Beschreibung? Also wir haben am Anfang zum Beispiel mit zwei Herzen gestartet. Wie gesagt, das Spiel ist auch für mich komplett blind. Es soll aber sau, sau schwer sein. Übrigens bräuchte ich mal einen Huhn. Was, ein Megaflip? Was? Stand da gerade Megaflip? Ja, damit komme ich nicht rüber. Die Dungeons sind auf jeden Fall komplett anders. Auf der Overworld hast du teilweise auch verschiedene andere Quest-Aspekte. Du kriegst andere Items. Also es ist gleichzeitig irgendwie so eine Art Randomizer. Sind viele Sachen anders, aber ich kann dir jetzt halt auch nicht sagen, was alles. Aber auf jeden Fall sind die Dungeons ziemlich anders. Also das habe ich auf jeden Fall schon mitbekommen. Da wurde sehr, sehr viel vertauscht. Teilweise wurden... Ah, hier ist das Huhn. Also das Huhn ist auch zum Beispiel hier, ne? Das ist halt auch so eine Sache, die auf einmal anders ist. Also es ist jetzt nichts Großartiges. Hier zum Beispiel fehlt auch das Herzteil. Das wurde auch irgendwie vertauscht. Überall sind andere Gegner aufgetaucht. Also es gibt viele Sachen, die einfach anders sind. Was genau noch alles kommen wird, das kann ich dir auch noch nicht ganz sagen. Ich finde leider keine Möglichkeit, Option, eine Umfrage zu starten. Okay, schade. Nein, Huhn, komm her. So. Theoretisch. Warte mal, ich flieg mal kurz hier rüber.
Und das Huhn lasse ich mal kurz hier. Ich hoffe, das ist okay so. Du kannst mit der Flüssiggabel versuchen, nach links zu gehen. Genau, das habe ich ja gerade gemacht. Das war, glaube ich, das, was du gerade sagen wolltest, ne? So, dann gucken wir mal. Erstmal einen Schluck Tee. Hm? Nur eine Feenquelle leider. Ich habe die ersten zwei gemacht. Also Dekobaum und Dodongos Höhle. Und alter Falter, die sind alter, wirklich komplett anders gewesen. Und ich bin halt bis dahin auch schon 7-mal gestorben, wie man sehen kann. War schon echt heftig. 20 Rubine, okay. Also da gab es schon ein paar krasse Dinge, die man so nicht kennt. Ah, okay. YouTube-Mod kann keine Umfrage starten. Alles klar. Schade. Schade eigentlich. Okay. Feenquelle. So, da ist das Herzteil. Komme ich jetzt aber auch nicht hin? Ich hätte halt das Huhn gebraucht. So. Achso, meine erste Magieflasche. Ja, okay. Okay, hier ist zum Beispiel auch eine Skulti. Im Original ist sie auch nicht hier. Ich glaube halt auch, es gibt mehr Skultis, weil ich habe auch noch keine Belohnung für die Skultis bekommen, obwohl ich schon 22 Stück habe. So. Meint ihr, ich komme da rüber? Nee, schade. Ich glaube, da muss ich mir das Huhn irgendwie ranholen. So. Wir haben auch schon gemerkt, dass teilweise die Gegner mehr aushalten. Zum Beispiel Goma hat halt auch so viel gefressen, ne? Samsana, hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Die Frage ist, wo ist das Huhn? Ist das jetzt noch unten? Lebt es noch oder ist es zurückgeflattert? Ich glaube, es ist zurückgeflattert. Wir gucken mal. Wenn wir es jetzt sehen, nochmal das Huhn, dann gehe ich nochmal kurz zurück. Versuche nochmal an das Herzteil zu kommen. Ansonsten hätte ich gesagt, wir gehen erstmal weiter. Ja, was ist hier? Hallo, Hühnchen. So, es wird auch gleich Nacht. Wir können halt so viel auch noch nicht machen, ne? Wir brauchen für viele Sachen halt auch einfach den Boomerang. Wir kamen an ganz viele Skultis noch nicht dran, weil wir einen Boomerang gebraucht haben. Frage ist, was ist denn die beste Möglichkeit, jetzt rüberzukommen? Von hier aus? Ich glaube nicht. Vielleicht einfach das Huhn hier drüber schmeißen, oder? Ja. Komm her, mein Freund. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hab mal gegoogelt wegen Skultis. Darf ich sagen, ab wie viel Skultis es als Belohnung gibt? Das wäre super nett. So. Geilo. Bam, Alter. Da ist es. Okay, Herzteil mal bekommen. Ich hoffe, für was anderes haben wir das Huhn jetzt nicht mehr gebraucht. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Ich glaube, mehr Skultis gibt es nicht. Die Skultis sind wie die Crocs, nur die halbe Menge gibt es hier vernünftige Geschenke im Vanilla-Game. Und das letzte Geschenk ist Müll. Ja, das stimmt. Ab 30 gibt es eine. Und ab 100. Ah, es gibt 100, okay. Und ab 30 gibt es die erste Belohnung. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen sammeln. Ah, die Belohnungen sind mehr balanciert. Okay. Alles klar. So. Was war das? Einfach so eine Fee. Okay. Interessant. So, dann rein da. 30, 40, 50, 100. Ah, okay. So. Ah, oh. Die waren jetzt auch gesperrt.
Okay. Jo, das nehmen wir so. Hallo, Lady of Carrie. Halli, hallo. Oh, da ist auch ein Herzteil. Und ein Loch. Oh mein Gott. Wie soll man denn da hinkommen? Heilige Scheiße. Ob es hier auch wieder... Guck mal, da ist auch eine Wand. Das sind halt so alles so Kleinigkeiten, ne? Die sind alle getauscht. Macht halt neue Rätsel und so. Ist schon ziemlich cool gemacht. Ich glaube, hier ist auch noch eine Feenquelle drin. Kann das sein? Ist es denn die Möglichkeit? Ja. Habe ich mich gut dran erinnert. Inmitten der Insel. So. Ja, ich weiß nicht, ob es hier vielleicht irgendwo einen Huhn gibt. Oder ich muss von oben runterjumpen. Und alle Fackeln sind an. Stimmt. So, was haben wir denn hier? Ah ja. Hä? Was? Okay. Hä? Verstehe ich nicht. Genau, in der Regel steht am Rad drehen, wenn man in einen Dungeon geht. Aber das ist ja kein Dungeon hier. Das ist ja ein Bereich. Möglich, dass da vielleicht was mit dem Auge der Wahrheit ist. Das könnte sein. Skullies spawnen auch bei Nacht, ja. Okay, wir gehen erstmal in den Shop rein. Was haben wir denn hier im Shop drin? Sehr viele Fische. Kann sein, dass wir Fisch kaufen müssen. Alter, Fisch ist mega teuer. Kron-Tunik. Arrow. Sauer-Tunik. Okay, wir können hier gar nichts kaufen. Was ist mit dir? Aha. Ah, okay, so meinst du das. Ja, wir machen mal kurz Nacht. Schauen wir mal. Hast recht. Luxusfisch, ja. So. Hast recht, da ist eine, ne? Ja. Cool. Die Sache ist halt die, die haben ja gar keine Fische, ne? Hoffentlich müssen wir nicht wirklich da einen Fisch kaufen. Ich erlöse dich, Chris. Dreh am Rad. Dankeschön. Aber es hat heute noch keiner gespendet für dich, oder? Ja, das kann ja nicht jeder am Rad drehen. Ach so, ich komme da gar nicht hin. Ich brauche ja noch einen Boomerang. Ah, vorhin, warte mal. Vorhin? Wer hat denn vorhin eigentlich geschrieben? War das Master Rachi? Stimmt, Master Rachi hat ja auch nicht. Ja, da wurde ich irgendwie auf den Kieker genommen. Ups. Rückwärtssalto. Meinst du, ich komme da mit dem Rückwärtssalto hoch? Ich glaube, das ist trotzdem zu schmal. Fische gibt es, glaube ich, auch bei Kokiridorf zu sammeln. Schau vielleicht mal danach, okay. Ja, ich glaube, das ist irgendwie ein Rückwärtssalto auch zu hoch. Das wird nichts. Da brauchen wir wirklich einen Boomerang. Papa, für die Skulltie. Papa. Hier. Kitsune haut die Geschenke raus hier. Vielen Dank, Kitsune. Papa. Da sieht man halt wieder, wie viele Leute da im Hintergrund sind. Da ist eine Schatzkiste. Da sind zwei Schatzkisten. Oi. Ah, okay. Kitsune hat gesprochen. Es wird ein Rad gedreht. Keine Verbrauchs-Items. Kann schlecht sein. Diving Game. Jo, das spielen wir auf jeden Fall. Let's go. Sonst dürfen wir die nächsten vier Tränen, die schnell genug sind. So.
Let's go. Bam, bam. Oh, die liegen sehr schön nah beieinander. Das war's schon. Hey, das war voll easy. Ja, aber ein Rubin ist ja kein Item. Das ist ja die Währung. Oder? Wäre ich schon jetzt dafür. Ach, die Musik ist so schön entspannt, Leute. Okay, Leute, was denkt ihr, was kriegt man? Man verbraucht Rubine und man kommt sie, aber ein Rubin ist kein Item. Ist die Währung. So, was kriegen wir? Wir kriegen die Silver Scale. Sehr schön. Das wäre dann schon sehr hart. Ja, denke ich halt auch. So, theoretisch müssen wir jetzt den Brief holen, damit wir dann erstmal da an dem dicken Fisch vorbeikommen. Ah, guck mal. Also wir können uns, glaube ich, echt da runter diven. Dann kommen wir auch zum Herzteil. Ansichtssache. So. Scheiße, wo ist dieser Brief? Leute, der Brief ist nicht da. Das ist schlecht. Aber wir brauchen den Brief. Dekoschild? Ich höre schon wieder Hühner. Jo, wir könnten halt angeln gehen. Ich würde erstmal... Er hier ist es, glaube ich, ne? So, dem spielen wir das vor. Als Erwachsener müssen wir dann nochmal herkommen. Und dem das nochmal vorspielen und dann hilft er uns. Vielleicht gibt es den Brief bei Angeln. Ja, da würde ich halt mal vorbeigucken jetzt. Schauen wir mal. Flasche würde ich da auch rausnehmen. Also es geht wirklich rein um die Items. So. Da Isa. Weil wir haben schon eine extra Strafe für Flaschen. So. Ah, ich habe verstanden. Okay, das wird jetzt bestimmt wieder normal hart, ne? Also normalerweise im Randomizer kann man das ja so einstellen, dass das immer der krasseste Fisch ist, den man hier angelt. Kann aber sein, dass das jetzt schwerer wird. Ja, ist das der richtige? Nee, ich glaube, wir brauchen 5 Pfund, ne? Jens, bis später. Schönen Tag noch. Danke, dass du da warst. So, wie meine Fische? Okay, ja. Es gibt bigere Fische. Ich glaube, den Brief haben sie replatziert. Eventuell beim Angeltyp oder beim Wasserlabor. Da gucke ich auch nochmal vorbei beim Wasserlabor. Wir gucken aber mal kurz, was wir hier kriegen. Also normalerweise kriegen wir beim Angeln ja ein Herzteil. Ich glaube, der ist da, ne? 5 Pfund brauche ich, glaube ich, mindestens. Also der 8-Fünder müsste als Kind... 8-Fünder sogar? Ich glaube, der da ist es. Ne, der da. Da, ich sehe ihn. Okay. Hallo? Jetzt kommt dieser kleine Fisch. Dieser kleine, blöde Fisch. Mann! So. Jetzt sind die anderen weg, ne? Das ist eklig. Wo sind die jetzt hin? Das macht so Akro beim Zugucken.
Stell dich auf den Baumstamm in der Zukunft und dann kriegst du die besten Fische. Der da hinten, oder was? Sitzen in der Ecke und lästern die Fische. Das kann natürlich auch sein. Da kommen sie zurück, ich hab's gesehen. Sie sind gerade zurückgekommen. Ja, die kleinen Fische, die sich vordrängeln, genau. Was soll das nur, ne? So, da, guck mal. Jetzt mache ich mal hier so. Da hinten ist aber auch noch ein ganz dicker. Ich hoffe halt, dass die hier vorne reichen. Der ist halt auch schon ein bisschen größer. Brauchen wir 8 Pfund, ja? So einen fetten Fisch brauchen wir. Reicht der hier nicht? Guck mal, der ist auch schon echt groß. 6 Pfund. Den behalten wir auf jeden Fall mal kurz. Ich gehe mal gucken. Was ist dein Angelrekord? Meiner? Ich weiß nicht, ich habe immer... Gibt es da Rekorde? Der 8er reicht auf jeden Fall. Okay, wiegen wir meine Fische? Wow! Okay. Okay, wir kriegen einen Preis. Aber... War das jetzt der Preis? War das der große Preis oder war das ein kleiner Preis? Gibt's kleine Preise? Müssen wir noch einen größeren angeln? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe mir jetzt schon gesehen, hier in der Mitte, der Billigpreis.